In diesem Video zeige ich dir, wie du eine wirklich leckere KitKat-Torte selber machen kannst. Wenn du KitKat liebst und allgemein Schokolade gerne isst, dann wirst du diese Torte lieben. Das Rezept ist wirklich einfach und alle Mengenangaben sowie eine genaue Schritt-für-Schritt-Anleitung findest du unten in der Infobox. Im ersten Schritt kümmern wir uns um den Biskuitboden. Dafür nimmst du einmal die Eier sowie den Zucker und verrührst das Ganze ordentlich miteinander. Die Masse sollte sich am Ende ungefähr verdoppelt haben. Jetzt werden die trockenen Zutaten dann dazu gesiebt. Einmal das Mehl, das Kakaopulver sowie das Backpulver. Das Ganze einmal dazu sieben, damit wir später keine Klümpchen im Teig haben. Und dann vorsichtig unterheben mit einem Teigschaber. Wenn alles gut miteinander vermengt und vermischt ist, dann kannst du das Ganze schon in die Springform geben. So sollte der Teig dann nachher aussehen. Und die Springform kommt dann in den vorgeheizten Backofen. Wenn der Teig fertig gebacken ist, solltest du ihn beiseite stellen und einmal komplett abkühlen lassen. Dann können wir uns auch schon um die Füllung kümmern. Dafür nimmst du einmal die Mascarpone. Du gibst diese in eine Schüssel. Da kommt dann noch der Frischkäse mit dazu. Sowie etwas Milch. Und dann wird das Ganze erst einmal miteinander verrührt, damit eine cremige Masse daraus entstanden ist. Jetzt nimmst du dann noch den Puderzucker sowie das Kakaopulver und vermischst es erst einmal miteinander in einer extra Schale und gibst es dann mit in die große Schüssel. Und auch das rührst du dann noch einmal ordentlich ein. Den Biskuitboden nimmst du jetzt, wenn er komplett abgekühlt ist, einmal hin und schneidest ihn waagerecht durch, sodass du zwei Teile hast. Den unteren Teil gibst du am besten direkt auf deine Tortenplatte und bestreichst diesen dann mit ungefähr zwei Dritteln der gesamten Masse. Einmal alles schön glatt verstreichen. Und dann kommt der Deckel oben drauf. Jetzt nimmst du dann den Rest der Creme und verteilst diese auf dem Kuchen und auch seitlich vom Kuchen, sodass er einmal komplett eingeschmiert ist mit der Masse. Jetzt kommt dann noch die Deko und dafür brauchen wir dann die KitKat-Riegel. Diese packst du einmal aus und stellst sie seitlich an den Kuchen und drückst sie vorsichtig ran. Durch die Mascarpone-Creme sollten die jetzt schön als Rand halten. Obendrauf kannst du jetzt noch einige Smarties geben. Und schon ist die selbstgemachte KitKat-Torte fertig und du kannst sie direkt genießen. Sie schmeckt super schokoladig und wirklich lecker. Außerdem ist sie natürlich ein absoluter Hingucker. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben wirklich sehr freuen. Schreib mir auch gerne in die Kommentare, wie dir diese KitKat-Torte geschmeckt hat. Und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Rezept mehr verpasst.